Wo kommt der Regen her? Der Regen kommt daher, dass das Meer Wasser evaporiert oder das dann aufsteigt als Wolken und dann übers Land treibt und dort abregnet, oder? Und das Wasser ist salzfrei. Wenn das Wasser evaporiert, nimmst es, das Salz bleibt da und das Wasser geht hoch. Und heute enthält die Atmosphäre bis zu 40% weniger Wasser als noch vor 30 Jahren. Dadurch, dass das nicht mehr evaporieren kann durch diese Plastikdecke durch. Und das heißt, die Folgen von diesem Programm sind katastrophal, führen zur Verwüstung von ganzen Erdteilen und zum Absterben von vielen Spezies, die auf diesen Erdteilen leben. Und natürlich auch zum Absterben der Landwirtschaft in vielen Ländern oder die dann abhängig werden von Ländern, wo es noch gut geht.